Bist du bald fertig? Ich lasse das jetzt so. Okay. Was ist denn? Läuft schon. Ach so. Komm her. Da ist er wieder. Da bin ich. Hi. Läuft also, ja. Die neue Degusta-Box ist da. Vielen, vielen Dank, dass ich die wieder auspacken darf. Ich habe mir wieder Hilfe geholt. Ich bin wieder dabei. Und heute hat er gesagt, redet er mehr. Ich versuche es zumindest. Ich hoffe, der Backofen stört nicht, der läuft im Hintergrund. Gleich gibt es nämlich Essen. Lecker. Ich habe den Zettel wieder. Barney packt aus. Wenn ihr das letzte Video, wenn ihr nicht wisst, wer das ist und so, müsst ihr einfach das letzte Unboxing gucken. Da, das hier ist die Box. Dann hau mal rein. Oder raus. Oder... So. Boah, die ist ja proppevoll. Ja, ich hab die schon mal ausgepackt. Dann fang ich doch hiermit mal an. Naschkatze. Immer gut. Von immer gut. Von immer gut. Ja. Vanillesoße. Und ich liebe Vanillesoße. Ich auch. 1,69 € kostet die. Vanillesoße ist super. Riecht gut. 500 Milliliter. Soll ich das an die Seite stellen? Ja. So, was haben wir als nächstes? Limon. Holunderblüte, Minze. Wein, ja. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Meine Mama wird sich drüber freuen. Kann ich Mama, ne? Wie teuer? 1,99 €. Jetzt geht das wieder los. Blinis. Von? Moment mal, also hier steht, dass das eine typisch slawische Spezialität ist. Die werden lauwarm gegessen. Von? Kann ich nicht aussprechen. Kosten auf jeden Fall 2,49 €. Okay, dann packen wir die mal zur Seite. Die Blinis, ich habe noch nie Blinis gegessen, du? Nein, habe ich auch nicht. Oh nein. Ich probiere das. Die kenne ich. Pick-up Minis. Auch, kennst du auch schon die Minis? Das sind die Minis. Schoko. Ja, aber kennst du die Minis schon? Ja, die hatte ich noch nicht gehabt, aber die großen kenne ich. Hier steht auf jeden Fall, dass die neu sind im Mini-Format. Das kann gut sein. Möchtest du schon mal eins probieren? Ja, würde ich gerne. Was kosten die? 12 Stück sind hier drin. 1,79 €. Ich habe Barney schon gesagt, er möchte bitte heute sehr viel probieren, weil ihr das beim letzten Mal gewünscht habt. Ups. Möchtest du auch einen? Die sind wirklich mini. Ich muss ja dann so lange reden wie... Oh, sehr mini. Ja. Ich muss ja dann so lange reden und die Leute unterhalten, während du kaust. Da macht einer, den kann man teilen. Süß. Total lecker. Makabul. Okay, Mani kann jetzt nicht sprechen. Haribo, Milchbeeren. Hier ist eine Obstfliege, mach die mal weg. 95 Cent kostet die Packung, kennst du die schon? Milchbeere, Bärchen, ne, die kenne ich noch nicht. Die muss ich auch probieren. Ja, die müssen wir auch probieren. Verschiedene Sorten. Oh ja, ich bin tot. Ich möchte rot. Manni wollte auch rot. Schmeckt gut. Ja, nah. Ja, genau. Habe ich Mia gegessen? Ja, das ist Kirsche gewesen dann. Oder vielleicht Erdbeere. Ich habe Mia Emma gegessen. Ja. Lecker. Mhm. Sehr lecker. So, hier ist Kräuter mit Knoblauch. Warte mal, wo ist denn das? Ach da, von Fincrisp. Kräuter mit mundgerechter, dünner und knuspriger Sack mit dem... Sack. Köstlichen Geschmack von gerösteten Knoblauch und Kräutern. 2,09 € kostet so eine Tüte. 130 Gramm sind hier drin. Soll ich das auch probieren? Aber natürlich. Aber ich hier Tüte. Nicht aufschneiden. Ja, okay. Dann darfst du auch mal. Oh, so wie Tortilla-Chips, ne? Oh, die riecht aber. Oh. Ja. Heftig. Ganz schön gewürzt. Nach Knoblauch. Oh ja, schmecken auch ganz schön nach Knoblauch. Aber ich finde die schon sehr lecker. Ordentlich. Boah, meine. Ich empfehle euch nicht über das Kauen jetzt. Ihr wolltet das so. Hier habe ich einmal Nudeln von Rilke. Lemon Schnittlauch. Ohne Schnittlauch. Was?
Limone. Ach, Limone. Okay. Und, was ich schon gesehen habe, hier ist ein Rezept drauf. Extra für die Nudeln. Für uns. Voll gut. 1,59 € kostet die Tüte. Nächstes. Oh, was für Sandra wieder. Alkoholfreies Bier. Sandra hat die letzten zwei Flaschen noch nicht mehr bekommen. Blutorange von was, von wem ist das? Franziskana. Franziskana, ja. 80 Cent. So. Blutorange. Sandra, magst du sowas? Schreib mir mal bei Facebook. Oder WhatsApp. So, dann holen wir doch gleich auch schon das nächste Bier raus hier. Was ist das? Das ist auch Franziskaner. Weißbier. Naturrus. Rus? Naturrus steht da drauf. Mit Zitronenlimonade. Kostet auch 80 Cent übrigens. Ja, Weizenbier. Das ist schon viel Alkohol drin. Mentos Schoko. Mentos Schoko? Schoko. Und Karamell. Und Karamell, ja, das habe ich gerade erst gelesen. 85 Cent pro Stück. Sind Mentos nicht normalerweise diese frische... Ja, die Minze und so? Genau, genau, richtig. Okay. Ja. Cool. Oh, hier sind aber. Ne? Da sind zwei Stück drin gewesen. Das auch, das ist. Aber das sieht anders aus. Stimmt, das ist. Ach, guck mal, das ist weiße Schokolade und das ist normale Schokolade. Zack, damit man den Vergleich nochmal sieht, ne? Du Profi. Cool. Ach, hell, einer dunkel. Cool, cool. Wie teuer? Hab ich doch gerade gesagt. Nee, hab ich nicht. 80 Cent pro Stück. Eine Karte. Ach so, hier, das noch zu dem Bier dazu. Das ist unfassbar viel drin, ne? Das ist Wahnsinn. Hier habe ich, was ist das? Was? Ich lese einfach hier nach. Kreuzbergs Regenerativum. Was? Ist das Malzbier oder Vitamalz oder was ist das genau? Verringerung von Müdigkeit, das ist voll meins. Elektrolyte. Ach, dann sowas. Mehrfruchtgetränk. Sowas wie ein Energy wieder, oder was? Ist ein innovatives Getränk mit herbfruchtigem Geschmack von Kaktuszweige, Ingwer, Limette und Grüntee. Hier steht unverbindliche Preisempfehlung 1,39 bis 1,49. Mhm. Interessant. Warte mal. Riboflavin trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht bei. Alter, ist ja voll gesund. Ich hatte Alter gesagt. Hier haben wir Tee. Lipton. 2,49. Grüner Tee. 20 Beutel sind hier drin. Ich trinke keinen Tee. Nehme ich mit zur Arbeit. Mir gibt es voll die Tee. Ich trinke auch nicht. Ich habe irgendwo gefühlt. Das will ich trinken. Happy Day. Von Rauch. Geschmack. Rhabarber. Rhabarbera. Ah, okay. Cool. 1,89. Am besten schmeckt Happy Day Rhabarber mit Eis gekühlt, gespritzt mit Mineralwasser. 1 Liter. Probieren wir, ne? Krass, ja. Was ist das? Eine Geschenkbox. Überraschung. Dann ich weiß, schauen was wir drin ist. Ich weiß, was drin ist. Ich weiß, was drin ist. Von Basel. Zimt und Zucker. Cool. Das sind die, die wir letztens in der Werbung gesehen haben. Wo ich gesagt habe, boah, cool. Probieren wir die jetzt auch, oder? 1,69 € übrigens. Zimt und Zucker. Ja. Chocolate Chips gibt's auch und Double Choc. Brauchen wir nicht. Kann man so aufziehen. Entschuldigung. Und weil das ein Verschluss ist, der sich wieder selbst... Wie heißen die Verschlüsse? Wieder verschließbar. Ja, und luftig oder eben so. Ich habe nur einen halben. Ja, du hast auch genug gegessen heute. Weihnachtlich. Weil es auch um so. Mit Zimt und Weihnachten. So. Weihnachten in der Tüte. Ja. Cool. Mag ich. Mag ich auch. Noch mehr? Nein. Das war's. So. Das sieht genauso aus wie das Pommel. Also, was halt noch mit drin war, ist halt der Zettel, wo alle Sachen drauf. Ich wackel nicht so. Und das Rezept für die Nudeln und ein Rezept, was man mit dem Rhabarber machen kann. Kannst du dir schon mal angucken. Und hier so ein Dings. Wie heißt das? Ist das ein Kreuzworträtsel? Ja, sowas. Ja, ja, ja. Und da hinten? So eine Anleitung, wie man Flieger baut. Das ist kein Flieger, was ist das? So ein Schwan! Ah, wie man einen Schwan basteln kann. Hm.
Diesmal kein Rezeptbuch, aber wir haben ja noch nicht mal was auf dem Rezept. Rezept haben wir ja hier drauf. Die wollten, dass wir was nachkochen. Da, Nudeln. Mhm. Wann machen wir das? Nächste Woche. Nächste Woche. Hat er jetzt gesagt. Habt ihr jetzt hier on tape quasi. Ja, nächste Woche machen wir was. Machen wir. So, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir müssen uns jetzt mal um unseren Auflauf kümmern. Der wird schon braun da oben. Das macht nichts. Das hat noch nicht geklingelt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich diesmal ein bisschen locker rübergekommen bin und beim nächsten Mal wird es bestimmt noch besser. Beim letzten Mal auch alle ganz süß. Ja, okay, danke. Ja, super. Ja, wenn ihr das nächste Mal wieder was. Ich habe noch eine Europron-Box, ich glaube, die packen wir gleich auch noch raus. Mal gucken. Die habe ich auch zugeschickt bekommen. Mann, die freut sich schon tierisch, seht ihr das? Ich liebe diese Box, die ist geil. Ja, die ist toll, ne? Ja. Bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!